Hallo, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen wissenschaftlichen Vortrag, der ja beinahe einen Hauch Science Fiction mit sich bringt. Dies ist Teil der Reihe Faszination Astronomie Online, die vom Haus der Astronomie in Heidelberg veranstaltet wird. Mein Name ist Maximilian Günther und wir hören uns heute zusammen mit Ihnen über die Jagd nach neuen Welten, sogenannten Exoplaneten, unterhalten. Und ich möchte mit Ihnen teilen, was mich persönlich so sehr an diesem Thema interessiert und warum ich hoffe, dass ich auch Sie dafür begeistern kann. Ganz kurz zum Anfang, was ist meine Geschichte? Von 2009 bis 2012 habe ich meinen Bachelor im wunderschönen fränkischen Würzburg gemacht, also verzeihen Sie mir den Akzent, der manchmal durchkommt. Und schon damals hat es bei mir etwas in Richtung Astrophysik mich getrieben, aber auf komplett anderen Skalen als heute. Denn damals habe ich mich noch mit schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien beschäftigt. Und darauf werden wir heute zufälligerweise ganz am Ende nochmal zurückkommen in unserer Vorschau auf den nächsten Vortrag. Nach dieser Zeit hat es mich dann an die University of Texas at Austin für meinen Master verschlagen. Und da habe ich die Chance genutzt, ganz, ganz andere, ganz viel kleinere Skalen zu untersuchen. Nämlich habe ich an anderen genetischen Krankheiten in Fruchtfliegenmodellen gearbeitet. Das ist hochinteressant, denn Fruchtfliegen sind genetisch sehr, sehr ähnlich zum Menschen. Für meine Doktorarbeit habe ich schließlich diese beiden Interessen irgendwie vereinbaren wollen und irgendwie an der Schnittstelle zwischen Astrophysik und Biophysik arbeiten wollen. Und da liegen ja gerade diese anderen Welten, diese anderen Planeten und die Suche nach Leben auf eben diesen. Und dazu hat es mich dann nach Cambridge, England verschlagen, wo ich die Ehre und das Glück hatte, mit Didier Queloz zusammenzuarbeiten. Und seit 2018 bin ich nun Torres Fellow am MIT in Boston in den USA. Und hier arbeite ich unter anderem an unserem neuesten NASA-Weltraumteleskop sowie einigen erdgebundenen Teleskopen mit. Und unsere Mission ist es dabei, tausende neuer Planeten zu entdecken, deren Radius, Masse und atmosphärische Zusammensetzung herauszufinden und somit andere Geheimnisse und vielleicht sogar Zeichen von Leben zu entschlüsseln. Und damit starten wir den heutigen Abend mit einer kurzen Reise von unserer Erde bis zum Rand des Universums. In diesem Video, was ich Ihnen nun zeigen werde, zoomen wir langsam vom Gebäude der ESO, der Europäischen Südsternwarte, heraus und fliegen bis an den Rand des Universums, damit wir einmal all die Skalen und Fachbegriffe kennenlernen, die ich in dem heutigen Talk verwenden werde. Was Sie also sehen, ist das Gebäude der ESO in Garching im Süden Bayerns. Und genau wie bei Google Maps zoomen wir jetzt in diesem Video heraus. Und jetzt sehen wir schon langsam das Münchner Umfeld. Wir fangen an, im Süden die Alpen hier zu sehen. Und dann geht es auch schon ganz schnell. Bald sehen wir ganz Deutschland, dann Europa und schließlich unsere Erde. Und wenn wir von unserer Erde uns etwas entfernen, dann sehen wir auch schon, wie die anderen Planeten durchfliegen. Ein paar Sekunden sehen wir Mars und Jupiter hier vorbeifliegen. Und umso weiter wir uns entfernen, sehen wir auch schließlich unsere Sonne, diese helle, brennende Punkt. Und die Sonne, das ist bekanntlich ein Stern, sie verbrennt Wasserstoff, ist dadurch extrem heiß und hell. Aber sie ist nicht allein als Stern, denn wir sehen hunderte Milliarden weiterer Sterne, umso weiter wir herauszoomen. Und schließlich sehen wir, wo wir uns in unserer Galaxie, der sogenannten Milchstraße, befinden. Diese Galaxie, das ist also ein Haufen von hunderten Milliarden Sternen. Und unsere Sonne ist nur einer davon. Und wir sind nur ein winziger Teil unseres Sonnensystems. Es gilt also, Sterne und Planeten, die bilden ein Sonnensystem. Und hunderte Milliarden Sonnensysteme bilden eine Galaxie wie unsere Milchstraße. Und schließlich haben wir hunderte Milliarden Galaxien in unserem sichtbaren Universum. Und hier beginnt also unsere Reise, unsere Jagd nach neuen Welten. Wir sehen schon hunderte Milliarden, das sind riesige Zahlen. Also ist es doch eigentlich ein bisschen arrogant zu denken, wir sind ganz allein. Aber schauen wir mal. Wir Menschen haben uns unser Sonnensystem mit der Sonne im Zentrum und unseren acht Planeten draußen herumkreisend seit Jahrtausenden studiert. Die Astronomie gilt ja nicht umsonst als eine der ältesten Wissenschaften. Aber sage und schreibe, bis in die 1990er Jahre dachten die meisten, wir wären allein mit so einem Sonnensystem. Selbst führende Wissenschaftler waren überzeugt, andere Sterne hätten keine solchen Planeten. Bis in die 90er Jahre schließlich dann die ersten Signale zuerst von einem Pulsarstern und schließlich von einem sonnenähnlichen Stern aufgeschnappt wurden. Beides Signale, die sich herausstellten, jeweils ein anderer Planet zu sein, ob da es viel Skeptizismus gab. Und so ein anderer Planet, der einen anderen Stern als unsere Sonne umkreist,
der wurde folglich ein extrasolarer Planet, also extrasolar außerhalb unseres Sonnensystems, genannt. Und weil wir Wissenschaftler bekanntlich faul sind und es viel cooler klingt, wurde daraus schließlich das Wort Exoplanet. Wenn wir also rausgehen aus unserem Sonnensystem und uns anschauen, was es sonst so alles gibt, dann sehen wir, dass heutzutage mindestens 4.375 Exoplaneten bereits bestätigt wurden. Dann 1. April vom NASA Exoplanet Archive, das uns all diese Daten katalogisiert. Und darum geht es heute und es geht im Detail auch darum, wie wir diese finden und charakterisieren können. Aber vor allem möchte ich Ihnen nahelegen, was es für eine immense Vielfalt an Welten gibt. Denn einige dieser Welten, die sind größer als Jupiter und so nah an ihrem Stern, dass sie fast so heiß sind wie ein kleiner Stern selbst. Rechts sehen wir eine künstlerische Darstellung so einer Welt, basierend auf echten Daten. Allerdings sehen unsere echten Daten natürlich nicht ganz so schön aus, aber dazu kommen wir gleich. Andere Planeten, die sind genauso klein und felsig wie unsere Erde. Manche davon haben sogar Atmosphären und die richtigen Temperaturen, um möglicherweise Leben zu erlauben. Auch dazu später mehr. Doch wohl am überraschendsten ist, dass die meisten dieser anderen Welten etwas sind, das es bei uns im Sonnensystem überhaupt gar nicht gibt. Die fehlenden Puzzleteile. Planeten größer als unsere Erde, aber kleiner als Neptun. Wenn Sie also links wieder hinschauen auf diese Sonnensystemfigur, dann sehen wir, die vier inneren Planeten sind extrem klein, alle ungefähr so groß wie die Erde. Und dann haben wir die vier äußeren Planeten, die Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die wesentlich größer sind. Neptun, der kleinste dieser Gasriesen, ist viermal so groß wie die Erde. Aber zwischendrin gibt es überhaupt nichts in unserem Sonnensystem. Und die Planeten, die wir nun finden um andere Sterne, und zwar sehr, sehr häufig finden, die könnten ein neues Puzzleteil sein. Es könnten also riesige Gesteinsplaneten sein oder gar Wasserwelten oder vielleicht auch einfach winzige Gasplaneten. In fast allen Fällen wissen wir es einfach noch nicht und wir brauchen neue Daten. Aber auf jeden Fall zeigt uns das alles schon einmal auf, dass etwas anderes und etwas Kurioses auf diesen anderen neuen Welten vor sich geht. Etwas, das im Sonnensystem offensichtlich so nicht stattgefunden hat. Aber bevor wir näher darauf eingehen, und ich hoffe, Sie sind etwas motiviert, warum wir denn immer wieder nach neuen Planeten suchen und wie wir sie finden können, da stellt sich Ihnen natürlich berechtigterweise bereits die Frage, wie macht man das überhaupt? Wie findet man solche neuen Exoplaneten? Nun, stellen Sie sich vor, dieser Leuchtturm hier, der wäre ein Stern. Extrem hell, verbrennt Wasserstoff, scheint. Dann wäre damit verglichen die Leuchtkraft eines Planeten etwa so groß wie die eines Streichholzes. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand würde dieses Streichholz irgendwo in das Lichtermeer an dieser Leuchtturmspitze stecken, während man uns die Augen verbindet. Dann sieht das Ganze etwas wieder so aus. Und dann versuchen wir mal, das Streichholz zu erkennen. Können Sie es sehen? Aber ich mache es uns immer noch viel zu einfach, denn in Wirklichkeit ist es eher so, als ob man uns die Augen verbindet und dann hunderte Kilometer weit wegführt. Und die Augenbinde dürfen wir jetzt zwar abnehmen, aber unsere Brillen dürfen wir immer noch nicht wieder aufsetzen. Und außerdem müssen wir uns das linke Auge zuhalten, auf dem rechten Bein hüpfen und ein rohes Ei auf dem Kopf jonglieren, ohne es zu zerbrechen. Und dann versuchen wir mal, das Streichholz zu erkennen. Jetzt gibt es noch dazu, wie wir gesehen haben, allein in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße, Millionen von Sternen. Der Nachthimmel sieht also eher so aus. Und was wir mit unseren Riesenteleskopen im Prinzip genauso sehen, ist das Gleiche, als wenn Sie einmal raus aufs Land fahren, weg vom Licht der Stadt und Dörfer und in einer klaren Nacht ein Foto mit Ihrem iPhone machen. Das ist ein wirkliches Bild, das von unserem NGTS-Teleskop in der Atacama-Wüste, einer der trockensten Hochwüsten in der Welt in Chile, aufgenommen wurde. Also wenn Sie Glück hatten, haben Sie vielleicht schon mal ein ähnliches Bild mit Ihrem iPhone gemacht. Jetzt ist die Frage, sagen Sie mir doch mal, welcher dieser Sterne war es nochmal, der den Exoplaneten hatte? Und wie groß ist dieser Exoplanet? Und welche Masse hat er? Ist er vielleicht aus Stein? Ist er aus Gas? Ist er aus Wasser? Gibt es Leben? Wir haben heute leider nicht genug Zeit, all diese Fragen zu klären.
Aber eine der größten Methoden, die wir derzeit benutzen, die möchte ich doch zusammen mit Ihnen erkunden. Vor einigen Wochen haben Sie hier bei Faszination Astronomie Online ja vielleicht schon von einer anderen Methode gehört, die sich Radial Velocity Methode nennt. Heute aber geht es um die Transit Methode. Und dazu schauen wir doch uns einmal an, wie ein Beispiel in unserer Natur aussieht. Sie haben alle sicherlich schon entweder live oder auf YouTube und Co. eine Sonnenfinsternis gesehen. Das passiert, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt und ein wenig Sonnenlicht abdunkelt. Aber das passiert sogar auch mit anderen Planeten, wie zum Beispiel mit unserer Venus, was wir hier auf dieser Folie sehen. Die Venus ist näher an unserer Sonne als unsere Erde. Das heißt, ab und an schiebt sie sich zwischen uns und die Sonne, genau wie der Mond sich dazwischen schieben kann. Und wir können diesen Venustransit beobachten, so wie hier im Juni 2012. Das ist wirklich ein echtes Foto. Und viele Amateurastronomen haben auch solche Fotos gemacht mit ihren Teleskopen, die sie im Garten stehen haben oder rausgefahren haben in die Wüste. Das ist also wirklich ein Naturphänomen, das direkt beschreibt, was in der Exoplanetensuche mit der Transittechnik geschieht. Denn das gleiche Prinzip können wir für andere Sterne verwenden. Wenn sich ein Exoplanet vor seinen Stern schiebt, wie in diesem Video hier, dann wird das Licht, das wir sehen, etwas dunkler, bis er sich wieder aus der Sichtlinie herausschiebt und wir das volle Licht wieder sehen können. Wenn wir also lange genug auf diese kleinen weißen Punkte, die ich vorhin gezeigt habe, starren und wir machen Bilder alle paar Minuten, dann sehen wir, dass manche von diesen weißen Punkten ein ganz klein wenig dunkler werden und dann wieder ein klein wenig heller. Und dass das in einer periodischen, in einer zyklischen Weise passiert. Und mit ein wenig Mathematik, einer Prise Physik und einem Hauch schwarzer Magie können wir dann schließlich einiges über die Exoplaneten herausrechnen. Und darum geht es heute. Und dazu möchte ich Ihnen erstmal zeigen, was die Transit-Methode denn bisher schon alles so bewirkt hat. In dieser Zusammenfassung, wieder vom Exoplanet Archive, Stand 16. April, also von vor einigen Tagen, sehen wir auf der X-Achse das Discovery Year, das Entdeckungsjahr dieser Exoplaneten. Wir fangen an im Jahr 1989 und gehen chronologisch bis zum Jahr 2021, also beinahe bis letzte Woche. Auf der Y-Achse allerdings sehen Sie nicht die Nummer, die pro Jahr gefunden wurde, sondern die sogenannte Cumulative Number of Detections, also die kumulative Nummer, die zusammengezählte Nummer. Also wir addieren immer weiter auf, umso mehr Exoplaneten wir finden. Die ganzen Methoden und Farben möchte ich Ihnen heute nicht erklären, aber ich möchte dadurch einfach nur zeigen, es gibt einige verschiedene Methoden. In dunkelgrün, das sehen wir hier am Boden der Figur, sehen wir die Radial Velocity Methode, über die Sie bereits hier in dieser Vortragsreihe was gehört haben. In pink hier sehen wir die Transit Methode. Sie sehen also direkt, das meiste in diesem Bild ist pink. Die meisten Exoplaneten, die wir gefunden haben, wurden mit der Transit Methode hauptsächlich durch den Kepler-Satelliten und heute den TESS-Satelliten sowie etlichen erdbasierten Teleskopen gefunden. Und darauf gehen wir in den nächsten Folien ein. Aber bevor ich Sie weiter auf diese Reise mitnehme und erzähle, was wir alles so finden, was alles draußen ist, lassen Sie uns nochmal an den Anfang zurückgehen. Denn, okay, wir wissen nun, wir kennen über 4000 Exoplaneten, es gibt eine immense Vielfalt auf denen. Aber was heißt das für uns? Was heißt das für uns als Menschen, für uns als Erdlinge? Können wir umsiedeln? Könnte da anderes Leben bestehen? Können wir diese Stadt erreichen, denn die sind noch extrem weit weg? Na, schauen wir mal. Und zwar auf unseren nächsten Nachbarnstern. Gehen wir nochmal nach Hause in unser Sonnensystem und gehen dann direkt vor die Haustür. Dort liegt das nächste Sonnensystem, Alpha Centauri und Proxima Centauri. Und unser nächster Nachbarstern, Proxima Centauri, der hat einen Exoplaneten von der Größe der Erde, nur 4 Lichtjahre von uns entfernt. 4 Lichtjahre, das klingt vielleicht nach viel, aber bereits heute und seit einigen Jahren entwickelt die sogenannte Breakthrough Initiative sogar Minisatelliten, die man schnell genug beschleunigen könnte. Und die konnten dorthin reisen und diesen Exoplaneten aus nächster Nähe untersuchen und Bilder zurücksenden, die wir vielleicht noch in unserer Lebenszeit oder spätestens unsere Kinder dann empfangen könnten und sich diesen Exoplaneten wirklich detailliert anschauen könnten.
Daran arbeiteten Stephen Hawking, der vor wenigen Jahren leider verstarb, Mark Zuckerberg, ehemalige NASA-Direktoren und viele andere prominente Wissenschaftler. Nun frage ich Sie, ist das wirklich noch Science Fiction, dieses Leben auf anderen Planeten? Oder ist das heute vielleicht schon echte, harte Wissenschaft, die wir beinahe greifen können? Ein kleines Ding habe ich allerdings dabei übersprungen, denn Proxima Centauri unterscheidet sich doch sehr von unserer Sonne. Der Stern ist etwa nur 15% so groß wie unsere Sonne und nur halb so heiß. Also etwa 100.000 Kilometer groß anstatt 700.000 Kilometer und 2.700 Celsius heiß anstatt 5.400 Celsius. Und diese Sterne, diese Art von Sternen, die werden rote Zwerge genannt. Und interessanterweise fanden wir, dass erdgroße Planeten sehr, sehr oft diese kleinen Sterne umkreisen. Im Durchschnitt beherbergt jeder rote Zwerg mindestens einen erdgroßen Exoplaneten und oft sogar mehrere. Das heißt, wenn wir uns einen anschauen, wir finden einen Exoplaneten, schauen wir oft viel, viel länger drauf, denn oft finden wir einen zweiten und dritten. Und das Beste an der ganzen Geschichte? Rote Zwerge machen 70% aller Sterne in unserer Galaxie aus. Das heißt, mit diesem Bild, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dieses iPhone-Bild, das Sie auch bei sich zu Hause machen können, wenn Sie darauf schauen und all diese weißen Punkte abzählen, 70% davon sind rote Zwerge. Jeder davon hat im Durchschnitt mindestens einen Exoplaneten. Außerdem kommt noch was Gutes dazu. Exoplaneten sind wesentlich einfacher zu finden um rote Zwerge und wesentlich einfacher zu analysieren um diese als um sonnenähnliche Sterne. Zum Beispiel mit der vorgestellten Transitmethode, bei der wir den Lichtverlust eines Sterns messen als Funktion der Zeit, wenn ein Exoplanet sich davor schiebt. In diesem Diagramm wird es veranschaulicht, denn der Stern ist wesentlich kleiner. Also wenn wir einen erdähnlichen Planeten haben, der um einen so kleinen Stern kreist, dann deckt er viel, viel mehr von der relativen Fläche des Sterns ab und der Lichtverlust ist wesentlich größer. Gehen wir jetzt aber nochmal zurück zu unserem nächsten Nachbarn, der erdgroße Exoplanet Proxima Centauri b. Der ist seinem Stern leider 20 Mal näher als wir unserer Sonne. Ein ganzes Jahr auf dieser Welt dauert also nur 11 Tage. Der Abstand sind 150 Millionen Kilometer, ein Jahr für unsere Erde-Sonne, aber nur 7 Millionen Kilometer und 11 Tage für Proxima Centauri b. Aber weil Proxima Centauri so ein kleiner und cooler roter Zwerg ist, deswegen hat sein Exoplanet tatsächlich die gleiche Temperatur wie die Erde, obwohl wir so extrem dran sind. Das weckt natürlich ein immenses Interesse daran, die Atmosphäre und die Bewohnbarkeitskriterien zu verstehen. Und das führt uns zur sogenannten rote Zwergchance, im Englischen die Red Dwarf Opportunity. Wenn wir unsere Suche nach Exoplaneten auf kleine Sterne verlagern, dann ist es wesentlich einfacher, die Exoplaneten zu finden, zu charakterisieren. Und obwohl diese Planeten so extrem nah an den Sternen sind, fallen sie immer noch in eine gemäßigte Temperaturzone. Wir können das vergleichen mit diesem Schaubild, ein riesiges Johannesfeuer, von dem man sich einige Meter weit distanzieren muss, damit man nicht zu heiß wird. Oder ein kleines Lagerfeuer, an das man sich in einer kalten Nacht beim Wandern im Wald relativ nah hinsetzen muss, um noch genug Temperatur zu kriegen. Und schließlich diese kleinsten roten Zwerge, die sind etwa so heiß dann im Verhältnis wie ein kleines Streichholz. Aber da muss man sich schon extrem nah heranwagen, um etwas Temperatur zu spüren. Aber was das alles bedeutet ist, dass wir diese Exoplaneten finden können auf so nahen Umlaufbahnen. Und das macht es wesentlich einfacher für uns, denn etwas alle 7 Tage zu sehen, ist wesentlich einfacher als etwas nur alle Jahre oder 5 Jahre zu sehen. Dadurch können wir relativ schnell extrem viel Information zusammentragen. Wir sind weder zu heiß noch zu kalt. Wir liegen genau in dieser perfekten, temperierten Zone. Und wenn wir das vergleichen wieder mit unserer Sonne und unserem Sonnensystem,
Dann sehen wir hier unten einen roten Zwerg, der etwa 15% die Größe unserer Sonne hat und ein sehr zusammengestauchtes Sonnensystem. Und dieses Exosonnensystem, von dem haben Sie sicherlich schon gehört, das wurde mit der Transit-Methode gefunden vor einigen Jahren vom TRAPPIST-Teleskop. Das ist das TRAPPIST-1-System. Extrem viel untersucht bereits über die letzten Jahre und es wird noch viel, viel mehr untersucht werden über die nächsten Jahre. Es hat 7 erdähnliche Planeten. Wenn ich erdähnlich sage, dann bitte vorsichtig sein, denn damit meine ich erdgroße Planeten. Denn über die Massen, sowie über die Atmosphären, sowie über einige andere Kriterien, die wir als Menschen erdähnlich ansehen, zum Beispiel grüne Wälder und Lebewesen etc., darüber wissen wir natürlich noch nichts. Aber wir wissen, die sind etwas so groß wie die Erde, sie haben auch eine steinige Zusammensetzung und wir sind dabei, die Massen genauer zu charakterisieren und eventuell die Atmosphären genauer zu charakterisieren. Und wie machen wir denn das überhaupt alles? Was gibt es für Missionen im Moment, die an solchen Dingen arbeiten? Darauf will ich in den nächsten paar Folien zu sprechen kommen. Nachdem wir also verstehen, was die Transit-Methode ist und was wir alles erreichen können und was wir bereits erreicht haben, da wollen wir uns doch mal anschauen, wie die Zukunft aussieht. Was machen wir aktuell und was können wir in den nächsten paar Jahren machen? Und ohne zu viel zu verraten, es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte solcher Transit-Missionen. Ich kann Ihnen heute also leider nur diese 2, 3 meiner persönlichen Favoriten vorstellen, an denen ich selbst mitarbeite. Und zwar möchte ich Ihnen besonders kurz das Weltraumteleskop TESS sowie die erdgebundenen Missionen Speculus und NGTS vorstellen. Hier haben wir ein kurzes Video von TESS, unser Weltraumsatellit, der 2018 von Cape Canaveral in Florida in Orbit geschossen wurde. TESS hat 4 Kameras an Bord. Jede Kamera spannt ein Sichtfeld von 24 mal 24 Grad am Himmel. Und TESS kommt nicht nur mit einer, sondern gleich 4 Kameras aufgefächert. Das heißt, wir spannen einen 96 Grad Bogen am Himmel und können dadurch alle 28 Tage uns verschieben und nach einem Jahr den gesamten Südhimmel observieren. Das haben wir 2018 bis 2019 gemacht und sind dann 2019 bis 2020 auf den Nordhimmel umgeschwenkt und observieren den gesamten Nordhimmel. Wenn wir das Ganze dann auffächern, sehen wir hier die Testfields, die Testfelder, die wir observiert haben, und in Gelb die Kepler-Felder und die K2-Felder. Falls Sie sich schon ein bisschen mit Exoplaneten der Transit-Methode auskennen, Kepler und darauf folgend K2 war das große Flaggschiff von NASA für die Transit-Methoden, um neue Exoplaneten zu finden, und hat auch über 3000 solcher Planeten gefunden. Und TESS ist nun gewissermaßen der Nachfolger, aber mit einer etwas anderen Strategie. Nämlich fokussieren wir uns mehr und mehr auf diese kleinen Sterne und auf die Sterne, die extrem nah an uns dran sind, damit wir die besser untersuchen können. In diesem Bild sehen wir jetzt nochmal diese zusammengefassten Daten. Während das Bild vorhin eine Simulation war, ist das hier ein wirkliches Bild, zusammengesetzt aus all den Observierungen über die ersten beiden Jahre. Und was wir bisher gefunden haben in diesen beiden Jahren, das sind 2645 Exoplanetenkandidaten, die wir also derzeit mit erdbasierten Teleskopen und anderen weltraumbasierten Teleskopen anschauen, um zum Beispiel die Masse zu messen, um zu sehen, ist es wirklich ein Planet oder könnten das vielleicht 2, 3 Sterne sein, die sich ein bisschen so verhalten oder so aussehen, als ob sie Planeten wären. Und das müssen wir eben herausfinden, bevor wir etwas wirklich einen Planeten nennen können. Aber für 122 dieser Kandidaten haben wir das bereits geschafft. Also 122 sind bereits bestätigt worden. Es sind wieder Daten vom NASA Exoplanet Archive. In den letzten paar Minuten möchte ich ein bisschen weiter ins Detail gehen, nachdem Sie sich vielleicht gedacht haben, okay, das ist alles sehr interessant, aber ich will einige harte Fakten und komplizierte Diagramme sehen, dann sind Sie jetzt genau richtig im Vortrag. Denn ich möchte ein Beispiel eines Systems geben, das, ich denke, sehr repräsentativ ist für die Systeme, die wir mit TESS, aber auch mit Speculus und NGTS anschauen. Und in der Tat haben wir an diesem System alle dieser 3 Missionen teilgenommen, um die erdbasierten Daten zu finden, um TESS zu bestätigen und es wirklich einen Planeten aus dem Planetenkandidaten zu machen. Und TOI 270, das ist das
Object of Interest, TOI 270. Das sind drei kleine Exoplaneten, die im Transit um einen der hellsten und nächsten roten Zwerge sind. Links sehen wir drei Panels, drei Reihen. Das ist die gesamte TESS-Lichtkurve, also diese Aufnahme. Und auf der X-Achse sehen wir die Zeit und auf der Y-Achse sehen wir die Helligkeit des Sterns oder Relative Flux im Englischen, der Fluss des Sterns. In der obersten Reihe sehen wir Sektor 3, also der dritte Monat, in dem TESS observiert hatte. In der zweiten Reihe sehen wir Sektor 4 und in der dritten Reihe sehen wir Sektor 5. Und diese grauen Punkte sind eben die ganzen Aufnahmen und in verschiedenen Farben habe ich hier eingezeichnet, wo ein solcher Transit stattfindet. Also wenn Sie sich an dieses Video erinnern, wenn wir ein bisschen Licht verlieren, das passiert also hier, wo ich diese farbigen Teile markiert habe. Und auf der anderen Seite sehen wir das Ganze zusammengefaltet. Also wir sehen, da ist eine Periodizität und wenn wir das dann zusammenfalten, Phase Folding nennen wir das, dann sehen wir dieses Signal extrem klar und können sehen, das sind drei Planeten drin. Der blaue, TOI 270b, mit einer Periode von 3,36 Tagen. Der orange ist Planet C, mit einer Periode von 5,66 Tagen. Und der rote ist Planet D, mit einer Periode von 11,38 Tagen. Und Sie sehen, wir verlieren also hier ganz, ganz wenig Licht. Nur das sind weniger als ein halbes Prozent. Also wir brauchen extrem feine Messungen. Warum ist dieses System jetzt so interessant? Nun, zum einen, das ist einer dieser roten Zwerge, der gleich mehrere Planeten hat, von denen ich vorhin gesagt habe, das ist eins der großen Vorteile. Wenn wir weitergehen, ist aber eins anderes noch interessant, denn wie ich schon gesagt habe, obwohl wir extrem nah sind und Sie sehen, die Jahre auf diesen Welten, die dauern 3, 5 oder 11 Tage, also extrem nah dran am Stern. Das Schöne ist, dass dieser Stern so kalt ist, dass der äußerste Planet sogar in einer relativ wohltemperierten Zone liegt. Allerdings ist es keine habitable Zone, bei Weitem nicht, denn dieser Planet ist höchstwahrscheinlich alles andere als habitabel, ist eher ein kleiner Gasriese. Aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber es ist schon mal interessant, sich das vorzustellen, denn wenn wir schon drei Planeten haben, naja, vielleicht gibt es ja einen vierten Planeten auf eine Umlaufzeit von 22 Tagen. Und Sie sehen vielleicht schon ein bisschen ein Schema hier, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und dieser Planet wäre dann in einer möglicherweise habitablen Zone. Aber das ist ein ganz anderes Vortragsthema, auf diese Sachen einzugehen. In den letzten paar Minuten möchte ich Ihnen nur noch zeigen, warum mich dieses System so interessiert und warum ich denke, es ist eins von hunderten Testsystemen, die man auswählen könnte und wo man sagen könnte, das ist extrem interessant, weiter darauf einzugehen. Zum einen sehen wir hier auf der Y-Achse die Helligkeit in K-Magnitude. Also es ist eine logarithmische Skala, die beschreibt, wie hell der Stern ist. Auf der X-Achse sehen Sie die Distance in Parsecs, also die Entfernung von unserer Erde in Parsec. Sie sind vielleicht eher vertraut mit Lichtjahren, aber es ist etwa die gleiche Skala. Und Sie sehen, dieser Stern, den ich hier als orangen Stern eingezeichnet habe, TOI 270, das ist also wirklich einer der hellsten. Umso niedriger die Brightness Number, umso heller ist er, also einer der hellsten Sterne und einer der nächsten Sterne. Verglichen mit all den anderen Exoplaneten Host Stars, die ich hier in Grau eingezeichnet habe, wieder vom Exoplanet Archive gezogen. Auf der anderen Seite können wir uns auch anschauen, wie sieht das Ganze aus, wenn wir uns in einem Diagramm als Planetenradius über Distanz von unserer Erde anschauen. Und hier sehen wir wieder die drei: Blau der Planet B, Orange der Planet C und Rot der Planet D. Und Sie sehen, das sind drei der kleinsten Planeten, die extrem nah an unserer Erde sind. Die meisten anderen Planeten, die wir vor Tests gefunden haben, sind extrem weit weg und extrem groß. Denn das sind Observing Biases, also Biases dadurch, dass wir entweder mit Kepler immer nur auf eine Region sehr weit weg gestarrt haben oder mit bodenbasierenden Instrumenten nur die größten Planeten finden könnten. Und da ist eigentlich diese Red Dwarf Opportunity und die Opportunity, die wir mit TESS, Speculoos und NGTS und anderen Instrumenten haben. Schließlich
was extrem Interessantes, wo ich ganz am Anfang schon mal über diese Puzzleteile gesprochen habe, diese fehlenden Puzzleteile, die wir bei uns im Sonnensystem nicht haben. Da ist dieser TOI-270-Planet oder dieses TOI-270-Planetensystem auch wieder extrem interessant, denn auf der X-Achse sehen Sie hier den Planetenradius von verschiedensten Planeten, das ist ein Histogramm. Da sehen Sie auf der Y-Achse die Nummer der Planeten pro Stern im Durchschnitt. Und dieses Histogramm wurde von hunderten verschiedenen Planetensystemen zusammengestellt. Wir haben versucht, alle Observing Biases davon rauszunehmen. Und was man sieht am Ende ist, es gibt extrem viele Planeten, die so etwas größer oder so etwas so groß wie die Erde sind. Und dann haben wir dieses Radius Valley, also diese Schlucht. Und schließlich gibt es wieder extrem viele Planeten, die etwa so 2 bis 3 Mal so groß wie die Erde sind. Und dann fällt die Kurve wieder ab. Also diese riesigen Planeten sind eigentlich extrem selten. Jetzt ist dieses Radius Valley extrem interessant, denn seit Jahren denken wir darüber nach, was könnte dieses Radius Valley denn zustande bringen. Und es gibt verschiedenste Theorien, aber um diese Theorien zu prüfen, brauchen wir Systeme wie TOI 270. Denn dieses System hat den Vorteil, es ist so hell und so nah uns dran, dass wir wirklich die Atmosphäre von allen drei Planeten untersuchen können. Und der kleinste Planet, der sieht eher so ein bisschen aus wie die Erde. Der liegt also links in diesem Radius Valley. Die beiden anderen Planeten, Planet C und D, auf längeren Umlaufbahnen, die sind etwas größer. Eine der Theorien ist zum Beispiel, all diese Planeten bilden sich etwas so wie Uranus und Neptun, also größer als die Erde mit einem riesigen Gasmantel, aber einem felsigen Kern. Und wenn der Planet zu nah an den Stern kommt, so wie vielleicht hier Planet B, verliert der Planet diesen Gasmantel und bekommt eine eher erdähnliche Atmosphäre. Das könnte durchaus hier in diesem TOI-270-System stattgefunden haben. Das ist also diese Frage, sind diese Planeten eher so wie die Erde? Sind sie eher so wie Neptun und Uranus, also Gasriesen mit einem felsigen Kern? Und was passiert mit diesen Planeten in der Mitte? Sind es vielleicht ganz, ganz andere Welten, solche Wasserwelten, wie Sie vielleicht aus dem Film Interstellar kennen? Oder sind es einfach größere Erden, auf denen möglicherweise genauso eine Zivilisation bestehen könnte wie hier? Oder sind es dann wirklich diese Gasriesen, die den Mantel verloren haben und zusammengeschrumpft sind und nur noch der felsige Kern übrig ist? Und das wissen wir einfach heute noch nicht, aber hoffentlich für TOI 270 bekommen wir neue Daten in den nächsten Jahren mit, wir haben schon einige Daten mit Spitzer und dem Hubble Space Telescope bekommen und bekommen hoffentlich noch einiges mit dem neuen James Webb Space Telescope, das uns einige dieser Antworten geben könnte. Und damit können wir dann auch etwas herausfinden über die Komposition, die Zusammensetzung dieser Planeten, wie schon gesagt. Auf der Y-Achse in diesem Diagramm sehen Sie den Planetenradius. Auf der X-Achse sehen Sie die Planetenmasse, beides in Erdgrößen. Also 1, 1, da haben wir unsere Erde. Diese ganzen Kurven hier können etwas einschüchternd aussehen, aber was sie einfach nur darstellen, sind verschiedene Zusammensetzungen. Also wenn irgendwas aus reinem Wassereis bestehen würde, dann wäre es diese hellblaue Kurve. Wenn etwas aus 50% Wassereis und 50% Gestein bestehen würde, hätten wir diese dunkelblaue Kurve. Etwas, das komplett felsig ist, so wie unsere Erde, das wäre diese braune Kurve in der Mitte, leicht goldene Kurve. Die grüne Kurve schließlich, das wäre eben genau unsere Erde, also fast eine komplett rockige, eine komplett felsige Zusammensetzung. Und schließlich hätten wir einen extrem massiven Planeten, einen reinen Eisenplaneten hier unten. Die grauen Punkte im Hintergrund, das sind wieder ganz andere Planeten, die ich aus dem Exoplanetenarchiv zusammengesucht habe. Aber unsere drei TOI 270 Planeten, die sehen wir hier in Blau, Rot und Orange. Allerdings, bisher habe ich nur über die Entdeckung mit Tests und anderen Missionen gesprochen. Das heißt, wir haben den Radius von all diesen drei Planeten genau untersucht mit der Transitmethode. Denn dieser Lichtverlust, der gibt uns ja nur den Radius. Die Massen sind hier noch komplett ungenau oder unbestimmt. Die haben wir nur etwa so angenommen nach heuristischen Annahmen. Wie können wir jetzt also die Massen herausfinden? Nun, zum einen hatten Sie ja schon einen tollen Vortrag vor einigen Wochen über die Radial Velocity Methode. Die kann uns natürlich genau detaillierte Massen von diesem Planeten geben. Und das hat sie uns auch. Erst vor einigen Monaten kam ein Paper dazu raus von meinen Kollaborateuren, die einige der besten
aktuellen Instrumente Harps und Espresso genutzt haben, um mit der Radial-Verse-Methode die Massen zu bestimmen. Aber wir können selbst in diesem System die Transit-Methode nehmen, um Massen zu bestimmen. Und zwar geht das mit Transit Timing Variations oder TTVs. Masse messen mit der Transit-Methode. Dazu möchte ich ein kurzes Video abspielen. Wenn wir also nur einen Exoplaneten um einen Stern kreisen haben, dann kommt er in einer perfekt periodischen Art und Weise immer wieder zur gleichen Zeit in unsere Sichtlinie. Das wird hier in diesem Video durch diese Stoppuhren dargestellt. Es dauert also immer genau, in diesem Fall, eine Minute oder eine Stunde und der Planet kommt wieder hier in unsere Sichtlinie. Was geschieht nun aber, wenn wir wie im Fall von TOI 270 zwei oder vielleicht drei Planeten haben, die, wie in unserem Fall, sogar in sogenannter Resonanz stehen? Das heißt, während ein Planet einmal umkreist, umkreist der andere zweimal. Das heißt, ab und an kommen die sich extrem nahe und ab und an sind sie wieder extrem weit weg. Und durch die Gravitation, durch die Anziehungskraft, durch die Schwerkraft beeinflussen die sich. Und das sehen Sie hier wieder in diesen Stoppuhren. Sie sehen also, manchmal kommt der Planet ein bisschen zu früh, manchmal ein bisschen zu spät. Und das haben wir eben angenommen, dadurch, dass wir diese drei Planeten in Resonanz in TOI 270 haben. Das könnte auch hier stattfinden. Und tatsächlich nach über zwei Jahren mit unseren erdbasierten Teleskopen, einige von Ihnen hier aufgelistet, TESS, LCO, NGTS, das Weltraumteleskop Spitzer, ASTEP, CHAT, PEST und TRAPPIST, haben wir extrem viele solcher Lichtkurven, also diese kurzen Lichtverluste, aufgenommen. Und was Sie hier sehen, ist auf der X-Achse der Timeshift, also die Verschiebung in Zeit, minus 80 bis 80 Minuten. Dieser orangene Punkt, den ich Ihnen hier zeige, bei dieser ganzen Kette an Observierungen, das ist der Mittelpunkt von unserer allerersten Aufnahme. Auf der Y-Achse sehen wir wieder den Relative Flux, also Licht des Sterns. Wenn ich jetzt mal durchspule, dann sehen wir, wie sich dieser Mittelpunkt verschiebt. Einige von diesen Transits kommen etwas eher an. Und jetzt sehen wir, wie es das hier komplett sich verschoben hat und wir einen Turning Point haben. Es geht also wieder zurück und die Transits kommen wieder später an. Und wenn wir das alles zusammenbauen, dann können wir eine Kurve wie diese hier aufstellen, eine Transit Timing Variation Kurve. Ich möchte nicht in zu viel Detail jetzt reingehen, aber ich möchte Ihnen nur zeigen, wie viele Teleskope wir dafür verwendet haben, was für ein riesiges weltweites Team es gebraucht hat, um das zusammenzubauen und schließlich, was für eine wunderschöne sinusartige Kurve wir damit nach zwei Jahren bereits bestimmen können. Und daraus können wir dann wieder die Massen des Planeten herausrechnen. Wir haben also in diesem Fall, das ist eines der wenigen Systeme, die wir überhaupt kennen, wo wir mit der Radial Velocity Methode sowie mit Transit Timing Variations die Masse bestimmen können. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, die Radius und Masse allein genügen leider immer noch nicht, denn wir können wieder verschiedene Aufbaustrukturen haben. Und ohne zu viel in Detail zu gehen hier, wir könnten sowas haben wie einen eisernen Kern und außenrum eine Rocky Mantle, also einen felsigen Mantel und dann eine Wasserstoffatmosphäre. Oder wir könnten einen wesentlich kleineren Kern haben, aber einen großen Wassermantel außen herum. Das könnte uns wieder das gleiche Verhältnis von Radius und Masse bringen. Und schließlich könnten wir sowas haben wie eine reine Wasserwelt, wie im Film Interstellar. Um zwischen diesen ganzen Kategorien zu unterscheiden und letztendlich festzustellen, was für eine Art Leben könnte man da überhaupt vermuten, könnte da überhaupt Leben entstehen, etc. Da brauchen wir wieder etwas anderes. Wir brauchen nämlich auch Infos über die Atmosphäre. Und glücklicherweise erlaubt uns die Transit-Methode in gewisser Weise auch etwas über die Atmosphäre zu lernen. Und das ist die sogenannte Transit-Spectroscopy. Dabei sehen wir, wie einiges vom Sternenlicht, dieser Regenbogenstreifen hier, das Spektrum des Sterns, sich durch die Atmosphäre eines Planeten schiebt. Und je nachdem, welche Wellenlänge wir anschauen, also ob wir rotes oder blaues Licht anschauen, sehen wir etwas andere Veränderungen. Denn der Planet sieht zum Beispiel im roten Licht etwas kleiner aus als im blauen Licht. Und damit können wir dann aufschließen, wie dann dieses Spektrum des Sterns aussieht. Nun,
die Transit Timing Variation Methode sowie die Transit Spectroscopy Methode, die wollte ich heute nur mal ganz kurz anreißen, um Ihnen zu zeigen, was da alles möglich ist mit dieser Transit Methode. Worum es mir aber hauptsächlich ging, das werde ich jetzt noch mal kurz zum Nachhause mitnehmen zusammenfassen. 3 Punkte für Sie zum Nachhause mitnehmen. Wenn Sie also am Ende dachten, oh, das ist zu viel, fokussieren Sie sich auf diese 3 Punkte. Der erste Punkt, Exoplaneten und sowie TOI 270 und anderen, das sind Planeten wie Erde, Jupiter und so weiter, die aber andere Sterne als unsere Sonne umkreisen. Wir kennen bereits mehr als 4000 solcher Exoplaneten und wir sehen eine immense Vielfalt. Der zweite Punkt, ein Weg, Exoplaneten zu finden, ist die Transit-Methode. Aber es gibt eine Handvoll anderer Methoden. Und wie wir gesehen haben, ist die Transit-Methode nicht nur ein Weg, um sie zu finden, sondern auch, um sie zu charakterisieren, sogar die Massen herauszufinden, als auch etwas über die Atmosphäre zu lernen. Also extrem vielfältig. Der dritte wichtige Punkt, den ich Ihnen heute mitgeben möchte. Rote Zwerge sind diese kleinen und kalten Sterne und derzeit vielleicht unsere beste Chance, nach Leben auf anderen Exoplaneten zu suchen. Und dazu wiederum eignet sich die Transit-Methode hervorragend. Okay, und ich habe ein bisschen gelogen, denn ein vierter Punkt kommt noch. Sie können nämlich selbst als Planetenjäger mit TESS, NGTS und anderen Missionen aktiv werden. Und zwar schauen Sie sich dazu bei Twitter Planet Hunters an oder gehen Sie auf die Webseite www.planethunters.org. Und falls Sie irgendwann mal die Daten, die wir mit TESS öffentlich sofort jeden Monat online stellen, sowie die Daten, die wir mit NGTS jedes Jahr online stellen oder die Daten mit Speculus, die wir teilweise online stellen. Wenn Sie diese Daten einmal herunterladen wollen, damit spielen wollen, sich ein bisschen damit auskennen wollen, dann schauen Sie sich bitte meine Alleswetter-Software an. Wir arbeiten derzeit viel an Outreach-Projekten und möchten es auch in Schulklassenzimmer als auch in Universitätsräume bringen, dass es extrem einfach ist für Leute, die sich dafür interessieren, wirklich diese öffentlichen Daten zu benutzen und auch als Planetenjäger zu agieren. Und damit war es das mit meinem Vortrag. Es war mir eine große Ehre, heute mit Ihnen zu reden. Ich hoffe, ich konnte einiges von meiner Faszination herüberbringen und ich bedanke mich bei Faszination Astronomie Online, organisiert vom Haus der Astronomie. Wenn Ihnen dieser Vortrag oder andere Vorträge gefallen, dann folgen Sie bitte dem YouTube-Channel vom Haus der Astronomie und von Faszination Astronomie Online. Und nächsten Dienstag, da gibt es wieder einen neuen spannenden Vortrag von Dr. Nadine Neumeier vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Und zwar über diese Giganten der Schwerkraft, schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien. Und damit bedanke ich mich nochmals ganz herzlich und nehme die ersten Fragen an. Die erste Frage ist, wurden schon Exomonde beobachtet? Das ist eine faszinierende Frage und zwar aus vielerlei Gründen. Um erstmal die Antwort direkt zu geben, jein. Es gibt einige Leute, die glauben, der erste Exomond wurde bereits entdeckt. Es gibt andere Wissenschaftler, die das Ganze noch kritisch sehen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gesunde und gute Ansicht, dass es da immer diese, nicht Streitigkeiten, aber Dispute gibt, wie sehr man den Daten trauen kann. Denn allzu sehr sich von den Daten leiten zu lassen, ist natürlich nicht gut, wenn man nicht komplett die Instrument Systematics versteht. Denn oftmals kann auch so ein kleiner Blip dadurch passieren, dass vielleicht gerade für erdgebundene Instrumente eine Wolke durchs Bild gegangen ist. Oder für unsere Weltraumsatelliten wie TESS, dass vom Mond ein bisschen Licht reflektiert wurde. Oftmals kann auch sein, dass hier ist unser Zielstern und dahinter liegt irgendwo ganz weit weg ein Sternenpaar aus 2 Sternen, die sich umkreisen. Wenn wir aber nur 3 Sterne in unserem Pixel haben, können Sie sich vorstellen wie bei einem iPhone-Pixel, dann kann es auch wieder ähnliche Signale geben. Und all diese Dinge heißen False Alarms, falls sie von Instrument Systematics kommen, oder False Positives, also Falschpositive, falls sie von anderen astronomischen Größen kommen. Und es gab einige Berichte über Exomonde, aber Teile der Community sind sich noch nicht sicher, dass wirklich man allen Ursprung von solchen Beobachtungen von False Alarms auslösen kann. Das super Interessante an Exomonden allerdings ist, wir kennen so viele von diesen
etwas größeren Planeten, diese Sub-Neptunes, also diese Planeten, die gerade zwischen Erde und Neptun liegen. Und auf diesen Planeten, ob es da Leben geben kann, das ist natürlich so eine Sache. Und das ist auch was, an dem ich im Moment selbst mit einigen anderen Leuten zusammenarbeite, um das herauszufinden. Könnte es zum Beispiel Leben in den Wolken geben, so wie auch manche Leute sagen, Venus könnte zum Beispiel möglicherweise Leben in den Wolken haben. Allerdings hätten wir einen Mond um einen solchen Stern, dann wäre dieser Exomond ja eher felsenartig, also eher wie unser Mond oder unsere Erde. Also da könnte man sich dann schon viel eher erdähnliches Leben darauf vorstellen. Also es wäre höchst spannend, wenn wir wirklich Exomonde finden können. Die zweite Frage, die gerade gestellt wurde, ist, wenn rote Zwerge von einem Exoplaneten umrundet werden, ist das dann ein kompakter Doppelstern? Das ist eine interessante Frage. Das geht ein bisschen in die Richtung vom Spektrum von Planeten bis hin zu Sternen. Denn fangen wir mal an mit Planeten wie unsere Erde. Die sind also ein Erdradius groß, felsig. Dann kommen wir hoch, schon in unserem Sonnensystem. Jupiter ist 11-mal so groß wie die Erde. Ein Jupiter-Radius, aber ein kompletter Gasriese. In seiner Zusammensetzung aus Wasserstoff und Helium eigentlich viel ähnlicher zu unserer Sonne als zu unserer Erde. Wenn wir dann immer weitergehen, dann kommen wir bei 13 Jupiter-Massen, also etwas extrem Massives, aber immer noch etwas so groß wie Jupiter, denn an irgendeinem Punkt zieht die Gravitation dann immer weiter zusammen, also die Größe ändert sich eigentlich kaum noch, aber die Masse wird immer, immer größer und dieser Druck, dieser Gravitationsdruck heizt das Innere dann so auf, dass bei 13 Jupitermassen diese Objekte anfangen, Deuterium zu verbrennen. Und sie werden dann braune Zwerge genannt. Und umso weiter die Masse steigt, also umso mehr da drin liegt, umso heißer sie innen werden, umso mehr Deuterium kann verbrannt werden, bis bei ungefähr 60 Jupitermassen es dann angeht, dass Wasserstoff verbrannt werden kann. Und dann sprechen wir von einem Stern. Und dann kommen wir ins Regime von roten Zwergen. Und damit ist die Frage extrem schlau gestellt, denn diese kleinsten roten Zwerge, die sind genauso groß wie Jupiter. Aber sie sind so schwer, dass sie Wasserstoff verbrennen. Und dann werden die Sterne größer und größer und wir kommen eher in diese Regime von Sternen, die halbmal so, und 15% mal so groß sind wie die Sonne oder halb so groß, so wie TOI 270 oder so groß wie die Sonne oder vielleicht noch größer. Und in dem Fall werden rote Zwerge mit Exoplaneten, nicht Doppelsternsysteme genannt. Aber es gibt diese roten Zwerge, um die dann ein sogenannter brauner Zwerg kreist. Oder es gibt diese Doppelsternsysteme, wo wir zwei rote Zwerge haben. Und es gibt rote Zwerge, die einen Exoplaneten haben, der zwar nicht so massiv ist, dass er brennen könnte, deswegen wird er Exoplanet genannt, aber so groß ist wie Jupiter und damit fast so groß ist wie der Stern selbst, der brennt. Und damit kommen wir in eine interessante Frage, denn hat sich dieser Stern und dieser Exoplanet genau gleich gebildet durch den gleichen Mechanismus oder wurde der Exoplanet auf eine andere Weise gebildet? Und kann man da wirklich noch unterscheiden, was ein Exoplanet ist, nur dadurch, dass man sagt, es brennt oder es brennt nicht? Denn wenn die Formation, die History dahinter genau gleich ist, dann ist es schon eine interessante philosophische Frage wieder. Aber ja, genau. Und um das kurz zusammenzufassen, wenn es brennt, ist es ein Stern. Wenn es nicht brennt, dann nennen wir es Exoplaneten. Die dritte Frage ist, kann sich Leben in dauerhaftem roten Licht durch den roten Zwerg bedingt genauso entwickeln wie auf der Erde? Das ist auch eine super interessante Frage. Und ein Bild kommt da in mein Gedächtnis. Nämlich, wenn Sie Interesse daran haben, NASA hat diese tollen Exoplanet Travel Poster entwickelt, wo es eine künstlerische Darstellung gibt, wie man denn einen Urlaub oder ein Leben auf einem anderen Planeten sich vorstellen könnte. Und eins dieser Travel Posters behandelt genau diese Frage, denn wie würden Wälder aussehen auf einem Planeten, auf einem erdgroßen, erdähnlichen Planeten, der um einen roten Zwerg kreist? Was man sich vorstellen konnte, ist die ganze Photosynthese, die bei uns ja dazu führt, dass die Pflanzen grün sind, führt es dann dazu, dass die Pflanzen eher rot aussehen, damit sie mehr Licht im roten Bereich oder im infraroten Bereich absorbieren.
Also da könnte man sich schon darüber über die Pflanzen Gedanken machen. Für Lebewesen dann wieder ganz genauso. Also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt, außer die Grenzen der Biologie natürlich. Aber es könnte sich eventuell ähnlich entwickeln wie auf der Erde. Wir haben auch viele Extremophile auf der Erde, also Kreaturen, gerade so wie Tardigrades und andere Sachen, die wirklich in extremsten Bedingungen, entweder extrem tief im Meer unter hohem Druck oder selbst in Umfelden wie Vulkanen etc. leben könnten und sich dadurch anpassen. Also das Leben um diese roten Zwerge wird wahrscheinlich anders aussehen als auf unserer Erde, aber vielleicht gar nicht so viel anders. Also vielleicht ein bisschen andere Farben, vielleicht ein bisschen andere Formen. Ja, generell, wenn ich mich dazu hinweisen lasse, über Leben zu reden, ich denke, das meiste Leben, was wir erwarten könnten, ist eher so Einzeller, Tardigrade, Viren, wenn man Viren kann man nicht Leben nennen, aber in diese Art, also mehr dieses molekulare, zellulare Leben. Die vierte Frage. Gerade war in den News, am 1.5.2019 gab es auf Proxima einen extremen Strahlungsausbruch im UV 14.000-fach höher als normal. Haben Sie diese Messung verfolgt oder sogar mituntersucht? Ja, ich habe das voller Aufregung auch gelesen. Ich arbeite extrem viel an diesen Stellar Flares. Denn was mich wirklich interessiert, sind rote Zwerge und die sind extrem aktiv und haben viele dieser Stellar Flares, diese sogenannten Sternenfackeln, diese Ausbrüche, über die Sie hier gerade fragen. Und das kann das Leben auf vielerlei Weise beeinflussen. Zum Guten sowie zum Schlechten. Und das Team, das über Proxima, über diesen Strahlungsausbruch berichtet hat, mit denen arbeite ich und rede ich an vielen Konferenzen zusammen. Allerdings war ich auf diesem Paper nicht dabei. Aber es ist ein Wahnsinnsresultat, sowas rauszufinden und sich überhaupt sowas vorzustellen. Stellen Sie sich vor, wir sind ein Jahr entfernt von unserer Sonne und ein Jahresumlaufbahn. Wenn Sie jetzt an roten Zwerg leben und haben eine einwöchige Umlaufbahn oder wie im Fall von TOI 270 oder Proxima Centauri vielleicht sogar noch näher dran. Und sie haben auf einmal den Stern, der 14.000-fach heller wird und 14.000-fach mehr UV-Strahlung auf ihre Oberfläche bombardiert, dann hat es extreme Konsequenzen. Zum einen natürlich braucht man extrem gute Sonnenmilch, zum anderen aber könnte das auch dann komplett die Atmosphäre des Planeten wegblasen. Und man hat praktisch nichts mehr zum Atmen. Außerdem kann diese Effekte dann auch bewirken, diese UV-Strahlung, diese hohe UV-Strahlung und diese Sternenfackeln kommen oft mit einem sogenannten Charged Particle Stream, also geladene Teilchen, die dann aus dem Sternenplasma herausgeschossen werden. Und wenn die die Atmosphäre treffen oder mit der Magnetosphäre des Planeten interagieren, dann kann das zum Beispiel das ganze Ozon vernichten. Wenn kein Ozon mehr da ist, dann kommt die gesamte UV-Strahlung ungehindert auf die Oberfläche und kann die gesamte Oberfläche sterilisieren. Jetzt gibt es aber wieder andere Sachen, denn diese Planeten sind so nah am Stern, dass die eine Seite eigentlich immer auf den Stern schaut und die Rückseite praktisch eigentlich fast nicht bombardiert wird von diesem UV-Licht. Da spricht man oft dann von diesem Tidal Locking etc., so auch wie man bei unserem Mond sagt, der Mond ist tidally locked zur Erde. Jetzt könnte man sich natürlich wieder vorstellen, vielleicht ist ja die Rückseite dieser Planeten dann irgendwie geschützt davon. Also wenn die Vorderseite mit UV-Strahlung bombardiert wird, vielleicht ist ja auf der Rückseite alles gut. Und ganz zum Schluss, ich weiß, ich rede sehr, sehr viel darüber, es fasziniert mich so sehr, diese ganze Studie. Ich arbeite viel an genau der anderen Seite dieser Medaille, nämlich diese roten Zwerge haben normalerweise extrem wenig UV-Licht. Und ein möglicher Weg, um Leben, auch auf unserer Erde, wie damals das Leben entstanden ist, um Leben zu triggern, um Leben hervorzubringen, das könnte sein, dass man UV-Strahlung braucht, um eine bestimmte Energie zu haben, um die ersten biologischen und chemischen Prozesse zu kreieren, die dann zu RNA und DNA führen. Und rote Zwerge haben nicht genug UV-Strahlung, aber ihre Sternenfackeln liefern genug UV-Strahlung, um Leben so stattfinden zu lassen. Möglicherweise. Das ist alles extrem aktuelle Forschung, die genau in diesem Moment stattfindet.
14.000-fache UV-Strahlung, das ist zu hoch. Aber kleine Dosen UV-Strahlung, die ab und an mit solchen Strahlungsausbrüchen kommen, wären eigentlich perfekt, um Leben um rote Zwerge zu triggern. Und das ist was, ja, was ich im Moment versuche, für alle Millionen von Testkandidaten herauszufinden, wo liegen wir da? Ist da zu viel UV-Strahlung oder zu wenig in diesen Sternenausbrüchen? Die fünfte Frage. Woher bekommen Wasser- oder Eisplaneten das viele Wasser auf ihrer Oberfläche? Wunderbare Frage. Dazu habe ich gerade auf Anhieb keine Erklärung. Generell bildet sich alles aus dem gleichen Material. Wir haben am Anfang, wenn sich ein Sternensystem bildet, fangen wir an mit dieser protostellaren Wolke. Eine Wolke, die hauptsächlich Gas und Dust, also Gas und Staubpartikel hat. Und es kommt zu einer Gravitational Instability, also Gravitationsinstabilität, die verursacht, dass diese ganze Cloud, diese ganze Wolke in sich zusammenbricht. Und dadurch gibt es immer eine bevorzugte Richtung und das ist dann diese Rotationsrichtung, die am Ende fürs Sonnensystem herauskommt. Und alles bricht zusammen und verklumpt sich in diesen zentralen Körper, den Sternen, den wir bilden. Zum Beispiel an einen roten Zwerg oder an sonnenähnlichen Sternen. Dabei wird aber einiges wieder freigelassen, einiges fällt nicht hinein, einiges bleibt übrig und hat dann diese Rotation um diese Rotationsachse des Sonnensystems. Und dieses Material ist dann das Protoplanetary, also protoplanetare Material. Auch wieder hauptsächlich Gas, aber auch einige Staubpartikel. Und damit ist diese Frage sehr interessant von der Formationsgeschichte dieses Sonnensystems, denn zum Beispiel in unserem Sonnensystem denkt man, wir wissen, die ganzen kleinen Planeten sind innen und die riesigen Planeten sind außen. Die Frage dahinter ist, gibt es sowas wie diese Eisline? Also wir wissen, umso weiter wir weggehen vom Stern, wird es langsam kalt genug, dass sich Wassereis und andere Eise formen können. Und wenn wir weit genug weg sind vom Stern, dann bildet sich sowas viel, viel schneller. Das können Sie sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn man im Winter einen riesigen Schneeball bauen möchte. Es ist wesentlich einfacher, im Winter einen Schneemann zu bauen Schneebälle zu formen, als dass sie im Sommer an den Strand gehen und einen Sandball bauen. Sie brauchen irgendwas, was das zusammenhält. Und dafür sind diese Eise extrem wichtig, zum Beispiel Wassereis. Und umso weiter wir weggehen vom Stern, umso schneller können wir das bauen. Und umso mehr Gas, umso schneller wir es bauen, umso mehr Gas ist noch übrig, denn das driftet langsam in den Weltraum ab. Und es wird dann alles angezogen, diese riesigen Envelopes, diese Hydrogen, Helium, also Wasserstoff, Helium, Mäntel um die eisigen Kerne, zum Beispiel für Jupiter oder Jupiter oder Saturn, Uranus, Neptun bauen, während die inneren Planeten ganz langsam nur aufgebaut werden, wie ein Sandball, den sie am Strand formen. Und es ist sehr, sehr schwierig, die größer zu formen. Das ist auch eines der großen Probleme aktuell. Die Theorien funktionieren noch nicht so wirklich. Wir können das wirklich nicht theoretisch jetzt ganz bauen, denn irgendwas hält diese Sachen in unseren Theorien nicht zusammen, was wir noch nicht erkundet haben. Lange Geschichte. Ich weiß, ich bin ein bisschen abgeschweift von Ihrer Frage. Dadurch, wenn sich ein Planet ganz da außen formt, könnte er also einen riesigen eisigen Kern zum Beispiel haben. Eine Theorie könnte dann sein, dass dieser Planet zum Beispiel durch Interaktion mit anderen Planeten oder anderen Mechanismen immer näher an den Stern kommt und dann diesen Mantel, diesen Wasserstoff-Helium-Mantel verliert und schließlich diese Eise übrig bleiben. Und umso heißer es wird, erhitzt sich alles und wir formen vielleicht einen Wasserplaneten auf diese Art und Weise. Aber ich bin leider kein Experte in Formation. Also es war viel außenrum geredet, ohne zum Punkt zu kommen. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen so ein Bild gegeben, wie das alles zusammen stattfinden kann. Die nächste Frage ist, hat man schon habitable Exoplaneten in der Nähe von supermassereichen schwarzen Löchern gefunden? Super interessante Frage und bringt uns gleich zur nächsten Woche. Die meisten Exoplaneten oder alle Exoplaneten, die wir bisher kennen, die sind wirklich innerhalb unserer Galaxie und extrem nahe an unserem Sonnensystem. Unsere Galaxie, sowie vermutlich jede Galaxie, hat ein supermassives schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Aber glücklicherweise ist unser Sonnensystem, wie Sie ganz am Anfang vielleicht kurz in diesem Video gesehen haben,
weit genug weg, dass wir nicht in dieses supermassive schwarze Loch, zumindest nicht in nächster Zukunft, reingesogt werden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sind die ganzen Exoplaneten, die wir gefunden haben, wirklich in dieser Nachbarschaft von unserem Sonnensystem. Also alles wirklich in unserer Nachbarschaft, weit, weit weg von unserem eigenen schwarzen Loch, innerhalb unserer Galaxie und extrem weit weg von anderen Galaxien, die schwarze Löcher haben. Die nächste Frage ist, was war eigentlich zuerst? Viren oder Einzeller? Wunderbare Frage. Ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, dann bitte sagen Sie mir im Chat Bescheid. Ansonsten muss ich es nachher googeln. Und das war die letzte Frage. Und damit bedanke ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich. Bedanke mich auch beim Haus der Astronomie und bei Faszination Astronomie Online. Wie gesagt, abonnieren Sie den YouTube-Channel, falls Ihnen solche Vorträge gefallen. Und ich hoffe, Sie konnten heute etwas lernen. Und schalten Sie nächste Woche am Dienstag wieder ein, wenn es über die Giganten der Schwerkraft geht. Schwarze Löcher in den Zentren von der Galaxien. Ein Vortrag von Dr. Nadine Neumeier vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Mein Name ist Maximilian Günther. Vielen herzlichen Dank für diesen Abend.